Ich grüße euch auch. Schön, dass wir gemeinsam wieder hier sein dürfen, uns versammeln dürfen. Der Herr zählt nicht die Zahl. Das ist gut. Ja, das ist, er sieht auf das Herz. Für ihn ist nicht die Menge wichtig. Für mich ist auch nicht entscheidend, ob es 20 sind, ob es 40 sind. Das ist nicht so wichtig. Das Herz ist das Entscheidende. Und lieber 10 Herzen, die dabei sind, als 100, die einfach nur unterhalten werden wollen. Ja. So, lasst uns beten noch einmal, dass der Herr uns Gnade schenkt für das Hören, fürs Reden, dass er uns sein Wort aufschließt und wir gestärkt wirklich daraus werden. Lasst uns beten. Ihr dürft gerne noch einmal aufstehen. Nehmt doch die Gelegenheit wahr. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen. Danke dir, dass deine Gnade wirklich jeden Morgen neu ist. Herr, wenn es nach unserer Leistung gehen würde, nach unserer Frömmigkeit, so hätten wir uns disqualifiziert. Ich dürfte nicht mehr in die Gemeinschaft der Heiligen kommen, weil ich bin es nicht würdig. Aber jeden Morgen ist deine Gnade neu und dafür rühmen wir dich und preisen dich. Und wir wollen dich bitten, dass du die Herzen heute Morgen aufbaust, aufrichtest, tröstest, erfreust in dir, dass wir von Herzen dein Lob verkündigen und singen können, dass wir der Welt bezeugen können, wir haben einen lebendigen Heiland und Retter, der sein Werk begonnen hat und der es vollenden wird bis zum letzten Tag. Danke dir dafür. Amen. Amen. Wir haben letztes Mal angefangen mit Matthäus 10. Es war der Einstieg in dieses Kapitel, das uns jetzt eine Weile beschäftigen wird. Wir haben eine ganze Reihe von Versen, 42 Verse an diesem Kapitel, und da werden wir ein wenig brauchen, um dort durchzugehen. Letztes Mal hatten wir ja den ganz wichtigen ersten Vers hier bereits betrachtet, nämlich diese 12 Jünger, die Jesus bei einer Gelegenheit heranruft, herzuruft, beruft, können wir eigentlich sagen, und ihnen Vollmacht gibt, über unreine Geister sie auszutreiben, über Krankheiten, über Gebrechen, sie zu heilen. Und meine Bemühung war, euch zu zeigen, zwei Dinge aufzuzeigen, nämlich eine außergewöhnliche Stellung, die diese 12 von Gott bekommen haben, vom Herrn bekommen haben, eine einmalige, unwiederholbare Berufung, die sie erhalten haben, und zweitens zu zeigen, dass sie dementsprechend auch eine einmalige Vollmacht von dem Herrn bekommen haben, nämlich hier unreine Geister auszutreiben, jede Krankheit, jedes Gebrechen zu heilen. Ich möchte noch einmal das klarstellen, damit ich da nicht falsch verstanden werde. Das bedeutet nicht in meinen Augen, das könnte man vielleicht so schnell auffassen, dass ich der Überzeugung bin, dass Gott heute keine Wunder mehr tun würde. Dass er heute niemanden mehr heilen könnte. Dass all das sozusagen nur irgendwas ist aus der Vergangenheit und heutzutage gibt es das nicht mehr. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Was ich euch nahelegen wollte, ist, dass diese Fülle und dieses Ausmaß, was wir in der Schrift beobachten, dass das einmalig ist. Okay? Nach meiner Überzeugung, wie ich die Schrift lese und wie ich das beobachte, was ich euch alles versucht habe, letztes Mal darzulegen, ist, dass diese Fülle unwiederholbar ist. Dass das ein Handeln Gottes war, um diese Botschaft der Apostel, die sie als Erste hinausgetragen haben, in alle Welt, zu allen Nationen, um das zu bekräftigen und um das zu bezeugen. Auf eine göttliche, übernatürliche Art und Weise. Damit wir fest und sicher sein dürfen, ja, Gott ist es wirklich, der hinter dieser Botschaft steht. Nun, das heißt,
wir wollen jetzt weiterlesen, die nächsten Verse. Hier werden uns diese 12 nämlich jetzt vorgestellt und werden sie uns mit Namen genannt. Lasst uns hier nochmal lesen, Matthäus 10, ab Vers 1. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben, eigentlich wörtlich hinauszuwerfen, und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder. Philippus und Bartholomäus. Thomas und Matthäus, der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus. Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wenn diese 12 für uns wirklich eine große Bedeutung eigentlich haben, kennen wir die eigentlich alle? Ist interessant, ne? Wer kann sie alle aufzählen? Das, vorlesen können die meisten hoffentlich. Das war ganz interessant. In einem Test hatten wir mal in der Bibelschule die Aufgabe, wir sollen die 12 Stämme Israels aufschreiben. Und ich hatte mein Cousin, der mit mir dort auf der Bibelschule war, der hat es ganz raffiniert gemacht. Der wusste, so ein paar Namen wusste er, und dann wusste er nicht mehr weiter. Und dann hat er die Namen von seinen Lehrern hat er dorthin geschrieben. Ja, echt eine spannende Frage, ne? Wie vertraut sind wir eigentlich mit denen? Ich denke, ein paar werden wir kennen, oder? Petrus, wer hat schon mal von Petrus gehört? Gut. Nicht ganz neu im Glauben. Sehr schön. Oder Jakobus und Johannes. Ja. Oder vielleicht sogar von Judas. Das sind alles bekannte Namen, gell? Aber wer kann mir ein bisschen Näheres sagen über Bartholomäus? Oder über Thaddäus? Okay, interessant, ne? Ich würde gerne auf diese Namen etwas näher eingehen, aber ich muss euch vertrösten nächstes Mal. Ich habe herausgefunden, das ist so ein bisschen eine Taktik, um euch an der Leine zu halten, um zu sagen, das will ich machen, aber erst nächstes Mal, wir müssen wiederkommen. Bevor wir uns nämlich mit den Namen befassen, will ich mir ein bisschen mit euch zusammen einen Überblick verschaffen über diese zwei, drei, vier Verse, drei Verse sind es eigentlich hier, Vers 2 bis 4, möchte ich euch ein bisschen einen Überblick verschaffen. Lasst uns anfangen hier, da heißt es, die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Wir haben letztes Mal schon gesehen, da steckt viel dahinter, wenn es um die 12 geht. Ja? Er hat hier, Matthäus hat hier schon in 10 Vers 1 das erste Mal über die 12 Jünger gesprochen. Ausgerechnet, dass es 12 sind. Das hat eine große Bedeutung. Ich erinnere nur kurz daran, die 12 Stämme im Alten Testament, all dieser Hinterbau, der noch da ist. Und wenn wir das alles haben, dann fängt es erstmal an, Sinn zu machen. Warum beruft Jesus 12? Er hätte auch 14 nehmen können oder 20. Ja? Warum hat er im erweiterten Kreis 70 und im kleineren Kreis 12? Sehr interessant. Nachhören, wer es nachhören möchte, wer das genauer wissen möchte, es ist möglich, das nachzuhören. Oder gerne kommen, wir schlagen zusammen die Bibel auf und ich bringe es euch noch einmal nahe. Nun, wir haben jetzt hier, benutzt er zum ersten Mal nicht die 12 Jünger, sondern interessant, die Namen der 12 Apostel. Das ist zum ersten Mal, dass Matthäus diesen Begriff für diese 12 verwendet, die 12 Apostel. Ja? Und das ist übrigens das einzige Mal auch, dass er das verwendet in seinem Evangelium. Sonst spricht er immer noch von den 12 Jüngern.
Hier spricht er zum ersten Mal von den 12 Aposteln. Hat es eine Bedeutung? Ich glaube schon. Das zeigt uns, es sind nicht einfach nur irgendwie Herr Müller und Herr Huber halt, irgendwie 12 halt aus der Menge der Jünger, ja? Sondern sie haben eine explizite, eine ganz besondere Berufung von Gott bekommen. Sie sind Apostel. Das war nicht jeder Jünger. Bei weitem nicht jeder Jünger. Und es nimmt schon etwas vorweg. Apostel heißt nämlich was? Wisst ihr, woher unser Wort Post kommt? Ja, genau daher, an den Schicken. Ja, macht ihr einmal in der Woche vielleicht oder einmal in zwei Wochen, je nachdem, wie viele Briefe ihr schreibt, ich weiß es nicht. Ja, also, oder bekommt oder wie auch immer. Aussenden, ausschicken. Und genau das ist, was Jesus hier mit diesen 12 tut. Es sind seine Gesandte, aber es ist mehr als einfach nur ein Gesandter. Ja? Der Briefzusteller, der macht nichts anderes, als dass er irgendwie einen Brief einfach abgibt. So, hier hast du ihn. Mach damit, was du willst. Ja? Sondern hier steckt viel mehr dahinter, nämlich ein Bote, ein Beauftragter, der mit Autorität eine Botschaft eigentlich ausrichtet, von dem, der ihn gesandt hat. Und das, genau das ist ja, was hier stattfinden wird. Ab Vers 5 heißt es, diese 12 sandte Jesus aus. So, da werden wir uns dann näher damit befassen, in Vers 5. Aber so sehen wir, dass er schon mal diese besondere Berufung noch einmal betont und dass wir uns klar wird, das sind die, die er hinausschicken wird. Das sind die, die autorisiert sind, die von ihm anerkannt sind und die eine einmalige besondere Stellung bekommen haben. So, und wenn wir jetzt weiterlesen, wie viel Namen werden uns jetzt hier aufgezählt? Logischerweise 12. Okay? Das heißt ja, er führt es ja so ein, die Namen der 12 Apostel. Und dann beginnt er sie aufzuzählen. Und wenn wir sie aufzählen, wenn wir sie nachzählen, ich habe das gemacht, habe sie mir in eine Liste aufgeschrieben, das sind 12 Namen. Jetzt ist der Punkt der, wir haben nicht nur eine Liste von 12 Aposteln im Neuen Testament. Wie viele Evangelisten haben wir? 4. Und 3 davon bringen uns eine Liste über die Namen der von den 12 Aposteln. Und dann kommt noch eine in der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Werden sie uns auch nochmal genannt. Und ich habe mir ein bisschen die Mühe gemacht, ich habe die Listen einfach mal nebeneinander gelegt. Und wisst ihr was? Wir haben ein Problem. Warum? Weil die Namen nicht immer die gleichen sind. Dieser Thaddäus zum Beispiel, über den hier die Rede ist, von dem ist nirgendwo die Rede in Lukas und in der Apostelgeschichte. So, was machen wir jetzt? Haben wir doch 13 vielleicht. Und der eine hat den einen vergessen, dafür steht bei den anderen Judas drin. Ja gut, Judas steht, aber bei den anderen steht zweimal Judas, da gab es zwei Judas. Ein Judas, den Iskariot, den kennen wir alle. Und dann den anderen Judas, der eben nicht der Iskariot war. So, was nun? Übrigens, in keinem von den Listen taucht Nathanael auf, der allerdings ein Jünger des Herrn auch gewesen ist. Ja? Von ihm lesen wir in Johannes 1 und dann später in Johannes 21 auch noch einmal. Aber er taucht in keiner Liste auf. So, was machen wir? Sind es vielleicht doch mehr als diese 12 Apostel? Einmal zählt der eine die auf, der andere zählt mal die auf. Ich denke es nicht. Ich habe mir wirklich, wie gesagt, die Mühe gemacht, sie alle nebeneinander gelegt. Wer die Liste gerne haben will, kann sie gerne haben, kein Problem, schicke ich rum. Die meisten Ausleger, und so sehe ich das auch, die sagen, dass mit Thaddäus zum Beispiel und mit Judas, dass das eine und dieselbe Person sind. Weil entweder taucht der eine auf oder es taucht der andere auf. Und wenn ihr das, es ist interessant, oder? Wie viele Leute haben wir hier in den Listen, die gleich heißen? Eine ganze Reihe. Wie viel Simon gab's? 2. Wie viel Jakobus gab's? 2. Wie viel Judas gab's? 2. So, irgendwie waren die nicht arg kreativ damals. Sie hatten wahrscheinlich so 10 Namen oder 20. Zuck, zuck, okay, nehmen wir mal wieder den.
Es war irgendwie, kamen oft die gleichen Namen vor. Der eine von denen hatte sogar einen Papa, der hieß auch nochmal Jakobus. Also dreimal eigentlich kommt der Name vor ihr. Ja. Sehr interessant. Und was tut man, um die zu unterscheiden? Was ist die schlauste Idee, wenn du zwei Namen in der Gemeinde hast? So, bei uns gab es auch immer wieder. Was macht man? Lässt man die Namen so ganz gleich? Entweder sucht man sich einen Spitznamen für einen, oder man versucht irgendwie die zu unterscheiden. Ja, zu sagen, das ist der. Weil sonst hast du rufst immer einen Namen und es drehen sich immer zwei um. Ist ein bisschen blöd, ne? Und so bin ich der Meinung, dass hier dass Thaddäus einfach, der hat zu oft Judas gerufen, haben sich zwei umgedreht. So, du bist Thaddäus. Vielleicht hat er einfach auch zwei Namen. Es gibt ja auch heute ja viele, die zwei Namen einfach haben. Sagen, dich nennen wir jetzt lieber Thaddäus. Daher ist es zum einen zu erklären. Viele gehen übrigens davon aus, dass mit Nathanael zum Beispiel der Bartholomäus gemeint sein könnte. Das ist aber jetzt mehr Spekulation, da kann man nicht so viel dazu sagen. Ich hätte noch einen Tipp, das könnte vielleicht Simon sein, denn hier über den Simon heißt es Simon der Kanaanäer. Und wisst ihr, aus welchem Ort der Nathanael kam? Johannes 21, Vers 2? Aus Kana. Könnte vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass es der gleiche ist. Und Jesus sagt zu ihm übrigens, zu diesem Nathanael, was sagt er zu ihm? Sieh da, ein Jude, wie sagt das genau, ein frommer, ein aufrichtiger Jude, ja, so ein waschechter. Ja. Diese Kanaanäer, das waren auch waschechte Juden. Die wollten, die wurden auch die Zeloten, kann man sie auch übersetzen. Die wollten mit den Römern nichts zu tun haben. Und waren ziemlich radikal sogar. Sehr fromme Juden sozusagen. Sehr eifrige Juden. Sind so Verbindungen, die man vielleicht erkennen kann. So, das heißt, das sind erklärbar. Diese Unterschiede, die daherkommen, die kann man gut erklären. Aber wir kommen noch zu einem anderen Problem. Wenn wir die dritte Liste lesen, die vierte Liste in Apostelgeschichte 1, wisst ihr, was wir da für ein Problem haben, will ich sagen. Apostelgeschichte 1, wie viele Namen kommen da von den Aposteln? So, wer ist wach? 12? Nee. Wie viel? 11. Ah, okay, Apostelgeschichte 1. Kommt langsam, oder? Warum sind es da 11? Wer fehlt? Judas Iskariot, natürlich. Er hat den Herrn verraten und er hat was gemacht? Hat sich erhängt. Und dann ist nur noch von den Elfen die Rede. Okay, aber was danach passiert, ist doch sehr interessant und stellt vielleicht das ein bisschen in Frage, oder? Ist dieser Zwölferkreis abgeschlossen oder ist er nicht abgeschlossen? Was wird denn gemacht? Ab Vers 15 reflektiert Petrus all das, was passiert ist mit Judas. Und was tun sie dann? Sie berufen einen nach. Hoppala. Ist doch nicht abgeschlossen, der Kreis, oder? Wird einer nachberufen? Wie heißt er? Wer weiß? Matthias. Matthias wird nachberufen in dieses Amt des Apostels. Also heißt das, jedes Mal, wenn ein Apostel stirbt, wird ein neuer wieder berufen? Interessant, ne? Wissen wir? Nur wenn er sich erhängt und Jesus verraten hat, okay. interessant, oder? Da müssen wir vielleicht drauf eingehen, oder? Ist hier vielleicht doch, dass das Apostelamt immer weiter und weiter und weiter gegeben wird? Wichtige Frage, Lieben. Ich habe euch letztes Mal gesagt, wie wichtig ich diese Frage halte. Was ist mit Matthias? Fünf ganz kurze Argumente, will ich euch sagen, oder Punkte, wo ich überzeugt bin, dass es nicht etwas ist, was ein normaler Vorgang innerhalb der Kirche war, sondern ein einmaliger Vorgang, der nicht wiederholt wird. Warum? Warum ist es ein unwiederholbarer Vorgang? Schaut mal. Zum einen musste Matthias diese eine Lücke, die Judas hinterlassen hatte, ausfüllen. Wenn Judas nicht
gestorben wäre, beziehungsweise sich umgebracht hätte, dann wäre Matthias nicht nachgewählt worden. Haben sich gesagt, so, oh, hast dich ganz gut gemacht, du bist aber jetzt Apostel. Nein, er hatte diese eine Bestimmung, diese Lücke, die entstanden war, auszufüllen. Nur diese eine. Als zweites, das ist viel wichtiger noch, dieses Argument. Als zweites, guck mal, was Petrus sagt. Apostelgeschichte 1, Vers 16. Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden. Hört ihr das? Die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. So, was mit Judas passiert ist, was ist das? Das ist so ein normaler Vorgang? Das musste geschehen. Warum? Damit die Schrift erfüllt wird. Denn dieser, der war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dann beschreibt er, was mit denen passiert ist, dass er sich umgebracht hat und so weiter. Vers 20, denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, hier bringt er den Beweis, dass die Schrift darüber redet. Okay? Denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde, es sei niemand, der darin wohne, und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Was hat die Schrift vorausgesagt? Dass Judas abweichen wird und dass jemand an seine Stelle treten muss. Okay? Sehr, sehr wichtig. Das heißt, in der Schrift war das vorhergesagt. Das war nicht weder ein normaler Prozess oder es war auch kein Unfall, sondern es war eins zu eins, was Gott vorausgesagt hatte. Sowohl, dass Judas abweichen würde, als auch, dass jemand anders an seine Stelle treten würde. So, als drittes, schaut mal, was für ein Anspruch, was für eine Messlatte an ihn gelegt worden ist, an diesen Matthias, dieses Amt empfangen konnte. Apostelgeschichte 2,1, Vers 21. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes, bis zum Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. So, wie viel sonstige Leute, wie lang gab es Leute, die diese Kriterien noch erfüllen konnten? Nicht sehr lange Zeit. Nicht sehr lange Zeit. Das heißt, es musste einer von denen sein, die von ganz am Anfang bis zum Ende dabei waren und die Zeugen dafür sein konnten. Die Zeugen der Auferstehung Jesu sein konnten. Ein sehr, sehr hoher Maßstab. Als viertes sehen wir hier, sie stellten zwei auf. So, es hätten zwei sein können, aber es ist nur einer geworden. Warum haben sie nicht gesagt, wenn die sich beide sozusagen für dieses Amt qualifiziert hätten, warum haben sie nicht gesagt, beide, los, komm. Ist doch gut, oder, wenn man mehr hat. Nee, es musste nur ein einziger sein, der diese Stelle, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostelamtes empfängt, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und dann losen sie und dann fällt das Los eben auf Matthias. Gott bestimmt Matthias. Als fünftes Argument, kein weiterer Apostel hat einen Nachfolger bekommen. Wisst ihr, dass Jakobus zum Beispiel gestorben ist? Wurde für einen Nachfolger dann erwählt? Nein. Für sonst irgendeinen Apostel? Für Paulus? Für Petrus? Wir lesen davon nicht in der Schrift. Also, wenn wir über Matthias sprechen, sehen wir, dass es etwas war, was die Schrift vorhergesagt hat, eine einmalige Sache, eine einmalige Lücke, die er ausgefüllt hat hier. Aber jetzt haben wir noch ein Problem, oder? Paulus. Oh, was jetzt? War Paulus ein Apostel oder nicht? Hat er zu den 12 gehört oder nicht? Interessant, ne? Ja, ihr Lieben, wenn er kein Apostel war, wenn er nicht zu den 12 zählte, nicht die gleiche Autorität hatte, wisst ihr, was der Rückschluss dann heute ist? Ja, das hat Paulus gesagt, aber nicht Jesus.
So, dann fangen wir an, in der Schrift zu unterscheiden. Das hat Paulus gesagt, das hat Jesus gesagt. Das ist wichtig, das ist nicht so wichtig. Ist das gut? Nein, das ist nicht gut. Was ist mit Paulus? Beansprucht er die gleiche Autorität? Fangt mal an, seine ganzen Briefe zu lesen. Wie fängt er meistens an? Paulus, Apostel, Christi Jesu, an die Heiligen, so und so. Eine weitere Belegstelle nur. 1. Korinther 9. 1. Korinther 9, Vers 1, sagt Paulus den Korinthern. Das ist ein bestimmter Kontext, um den es da geht. Er sagt, bin ich nicht frei? Dann sagt er weiter, bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so wenn andere das anzweifeln oder abschreiten, mag sein, aber ihr wohl nicht, oder? Weil ihr seid doch der Beweis. Weil ich euch durch den Herrn gegründet habe, weil ich euer Vater in diesem Sinne bin, weil ich euch gezeugt habe, sagt er. Das ist interessant. Also Paulus, dann sagt er in der Mitte von Vers 2, denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. War Paulus ein Apostel? Besser glauben wir das. Aber haben wir dann 13 Apostel? Ihr Lieben, das ist ein Problem, oder? Weiß ich, ist es für euch ein Problem oder ist es kein Problem? Interessant. Lasst uns, und jetzt ist wiederum interessant, ihr Lieben, diese großen Zusammenhänge in der Schrift zu sehen und zu verstehen. Eine Frage, wir haben uns letztes Mal mit den 12 Stämmen in Israel befasst. Nochmal eine ganz dumme Frage, haben wir 12 oder 13 Stämme? Wenn wir mal nachzählen wollten, eigentlich sind es immer 12, das heißt immer 12 Stämme. Heißt an irgendeiner Stelle, dass wir 13 Stämme hätten? Nee, oder? Immer heißt es 12, 12, 12. Aber fang mal an zu zählen. Kommst du auf 13. Warum? Manasse und Ephraim, die wurden auf einmal aufgeteilt. Ja, der Stamm Josef, zwei von seinen Söhnen, Ephraim und Manasse, die wurden auf einmal aufgeteilt. Warum? Weil Gott sich Levi, diesen Stamm Levi, herausgenommen hat und für einen ganz speziellen Dienst vorgesehen hat. Aber war Levi deswegen nicht mehr Teil des Volkes Gottes? Waren sie deswegen kein Stamm mehr? Doch. Jetzt bin ich wiederum hergegangen, habe mir die ganzen Aufzählungen, nicht die ganzen, ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, das Alte Testament ist lang, gibt ein paar Aufzählungen, aber ich habe mir 10 Aufzählungen vielleicht von den Stämmen Israels vorgeknöpft, haben wir geschaut, welche werden da genannt. Und das ist echt interessant. Meistens wird Levi ausgelassen, wird er nicht explizit genannt unter den 12 Stämmen, aber dann wird der Heilige Geist mal an einigen Stellen fügt er ihn hinein. Und was dann? Dann wird zum Beispiel ein Stamm Simeon ausgelassen. Dann wird an anderer Stelle zum Beispiel ein Stamm Dan ausgelassen. An anderer Stelle werden sogar alle 13 aufgelistet. Interessant, ne? So, haben wir 12 oder haben wir 13? Es ist echt interessant. Schon im Alten Testament sehen wir, symbolisch sind es 12 und offiziell sind es 12. Aber wenn du ganz genau zählst, sind es 13. Es ist eine symbolische Zahl, die für das Volk Gottes steht. Aber wenn du genau betrachtest, wenn du die Lupe nimmst und dann hingehst und zählst, eigentlich ganz wörtlich genommen sind es 13. Das ist kein Widerspruch, weil es mehr eine symbolische Zahl ist. Aber uns ist natürlich auch klar, es sind keine 4, es sind auch keine 17, es sind auch keine 50. Genau das Gleiche ist bei den Aposteln nämlich auch, dass wir genau dasselbe finden. Es sind 12 Apostel, aber wenn du ganz genau zählen willst, sind es eigentlich 13. Paulus gehört dazu. Und Paulus, ist klar, dass diejenigen, die ihm nicht wohlgesonnen waren, dass sie ihm das oft vorgehalten haben und gesagt haben, Paulus, du bist gar kein richtiger Apostel, oder? Diejenigen, die mit ihm nicht Freund waren, könnt ihr es euch vorstellen, dass sie das nicht so toll fanden? Können wir uns gut vorstellen, oder? Schaut mal, in 1. Korinther 15 bestätigt Paulus das. Ja? Er zählt hier er geht nochmal darauf die ganze Auferstehung ein, das ist sein Thema hier. Und dann sagt er, wem
Jesus alles erschienen ist, den 500 Brüdern auf einmal und so weiter. In Vers 7 sagt er, danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Und jetzt in Vers 8, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Er sagt, zu allerletzt, so wie eine unzeitige Geburt, eine außerplanmäßige Geburt, zu spät gekommen, ja, ist auch mir erschienen. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er sagt, als letzten Apostel hat Gott auch mich berufen, hat er auch mich hineingezogen. In Galater 1 beschreibt er das noch etwas deutlicher. Und das ist jetzt interessant. Auf welche Art und Weise ist Paulus denn Apostel geworden? Ist irgendein Vorgänger gestorben und dann ist Paulus an seine Stelle gerückt? Nein. Gab es da irgendwie so einen Vorgang in der Kirche, dass sie sich überlegt haben, ja, jetzt wollen wir mal einen Apostel nachwählen? Nein. Wie ist er zu seinem Apostelamt gekommen? Galater 1. Galater 1, Vers 11. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Er sagt, ich bin nicht in die Schule gegangen bei den Aposteln, habe Bibelschule gemacht, habe lange Zeit bei ihnen gelernt und dann habe ich es irgendwann mal zum Apostel geschafft. Nein, er sagt, ich habe es nicht von einem Menschen empfangen, ich habe es nicht gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Und dann beschreibt er sein früheres Verhalten und wie das alles zustande gekommen ist. Und Vers 15 sagt er dann, als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren. Seht ihr, wie er sich zu den 12 rechnet? Ich bin nicht zu den anderen 12 gegangen, die vor mir Apostel waren. Sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen. Das ist Petrus. Und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel sah ich, außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Was ich aber schreibe, sieh vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien und so weiter. Dann beschreibt er das alles, was hier weiter passiert ist. Aber er sagt, ich habe keine Bibelschule gemacht bei den Aposteln. Ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, erklärt mir mal das Evangelium. Weil wisst ihr, was seine Kritiker ihm dann gesagt haben? Ah, du hast falsch verstanden. Du hast ja nur aus zweiter Hand bekommen, Paulus. Hätte ich ein bisschen besser aufpassen müssen im Unterricht. Du bist kein gleichwertiger Apostel. Er sagt, doch, denn ich habe es nicht von den Aposteln aus ihrer Hand empfangen und bin von ihnen eingesetzt worden, sondern Gott hat auf eine mächtige, einmalige Weise eingegriffen, hat diesen Paulus herausgenommen und hat ihn zu den 12 an die Seite gestellt. Mit einem speziellen Zweck. Wozu? Den Nationen das Evangelium zu verkündigen. Ganz wichtig, ihr Lieben, die anderen Apostel haben das anerkannt. Haben gesagt, ja, das stimmt. Wenn wir Galater 2, Vers 9 lesen, da heißt es, also ganz kurz nur gesagt, heißt es, dass sie dort einander den Handschlag der Gemeinschaft gegeben haben. Paulus beschreibt ab Vers 1, sagt er, ich habe ihnen das Evangelium vorgelegt. Ich habe gesagt, liebe Brüder, schaut mal, das ist das Evangelium, was ich verkündige. Sagt ihr zu Ja und Amen? Haben sie es alles angeschaut, alles betrachtet, am Ende gesagt, jawohl, ihr macht es richtig. Sie erkennen Paulus als diesen Apostel an und erkennen auch die unterschiedlichen Dienstfelder, die sie hier bekommen haben. Die einen mehr für die Beschnittenen, das heißt für die Juden, die anderen mehr für die Heiden. Ganz wichtig, am Ende vom 2. Petrusbrief, wisst ihr, was da Petrus sagt? Das lese ich euch vor. 2. Petrus 3.
Vers 15, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er von diesen Dingen redet. Wenn Paulus einer wäre, der sich zu Unrecht als Apostel aufgespielt hätte, hätte Petrus so über ihn geschrieben? Nie im Leben. Er hat gesagt, dieser Irrlehrer, halt euch fern von dem. Nein, er sagt, unser geliebter Bruder Paulus. Er kennt ihn voll an. Also wir sehen, dass Paulus diese gleiche Vollmacht übrigens auch bekommen hat, wie die Apostel, die gleiche Berufung, wie die Zwölf bekommen hat. Das heißt, wir dürfen uns gewiss sein in der Grundlage, die wir haben, in der Schrift. Es hat sich keiner dazwischen gedrängt. Und es ist auch nicht etwas, was weitergegeben wird, sondern auf dieser Grundlage der Apostel stehen wir, ihr Lieben. Und darauf müssen wir beharren, darauf müssen wir festbleiben, bis an unser Lebensende. So, nachdem wir diese vielleicht Fragen oder schwierigen Dinge gesehen und ich hoffe beseitigt haben, damit unser Glaube gewiss sei, darum geht es mir, ihr Lieben, es geht mir nicht um theoretische Gebilde, damit unser Glaube fest und gewiss sei. Weil ist es nicht so, dass wir, wenn wir lesen die Zwölf, und dann lesen wir aber Paulus, kommt dazwischen. Ja, was ist mit Paulus? Habt ihr es euch mal gefragt beim Bibellesen? Das wäre eine sehr berechtigte Frage. Wir sollten nicht einfach annehmen, ja, wenn irgendjemand sagt, er hat Autorität über uns, dann habt ihr halt es auch. Egal. Wenn ich jetzt hier komme und sage, ich bin Apostel, dann müsst ihr das alles machen, würdet ihr hoffentlich sagen, nee, stopp. Wir müssen wirklich aufmerksam die Schrift lesen. Das ist wichtig. Als zweites möchte ich jetzt, im zweiten Teil möchte ich jetzt mit euch ein wenig entdecken, was für eine Struktur wir hier in diesen Versen haben. Ja, es war jetzt mehr die Fragen, die sich auf der Grundlage dieser Verse stehen, aber Paulus kommt hier in dem Text nicht vor. Also es geht mehr darum, warum kommt Paulus nicht vor, warum kommt Matthias nicht vor, als darum, was hier geschrieben steht. Aber jetzt möchten wir darauf gucken, was wir hier vorfinden. Und das sind interessante Dinge. Wir können hier verschiedene Muster bei diesen Zwölfen erkennen. Wenn wir die Listen, wie gesagt, nebeneinander legen, jetzt wäre es natürlich das Beste, ich hätte sie euch irgendwo aufgemalt, jetzt all die vier Listen nebeneinander, dann könnten wir die Gemeinsamkeiten zusammen entdecken, weil sonst müsst ihr jetzt immer vier Stellen nebeneinander aufschlagen. Ihr habt vier Finger, überall reinstecken in die Schrift, oder ihr habt so ein Tablet, dann könnt ihr so vier Spalten, das wäre optimal, ne? Die anderen Stellen findet ihr oftmals als Parallelen auch angegeben. Markus 3, Lukas 6, Apostelgeschichte 1. Und wenn wir die Listen miteinander vergleichen, das ist sehr interessant. Ja? Da finden wir gewisse Muster. Etwas, das sich immer wieder wiederholt. Ja? Und daraus denke ich, dass wir eine Lektion daraus verstehen können. Zum einen, einer kommt immer wird immer als Erster genannt. Wer ist das? Petrus, ne? Ist leicht. Petrus kommt immer an erste Stelle, der wird immer als Erster genannt. Bedeutet es, dass Petrus der Oberapostel war? Was bedeutet es, dass der Oberchef war? Was hätten die anderen Zwölf daraufhin sofort gesagt? Nö, auf keinen Fall. Das ist interessant, da kommen wir später noch ein bisschen drauf. Er wollte gerne natürlich der Oberapostel sein. Es gab noch welche andere, die wollten auch sehr gerne Oberapostel sein. Welche waren das? Jakobus, Johannes. Aber sie hatten die gleiche Autorität, sie hatten die gleiche Stellung untereinander. Nichtsdestotrotz, warum wird Petrus als Erster genannt? Weil er ein Anführer war, in einem gewissen Sinne. Weil er ein Initiator war. Weil er ein Eisbrecher war. Weil er von seiner Persönlichkeit einer war, der nach vorne gegangen ist. Nicht, dass er deswegen dass er mehr zu sagen hatte deswegen, aber er war einer, der schneller geredet hat als die anderen. Der eifriger vorne dabei war. Und es ist interessant, dass Jesus das nicht versucht hat zu unterbinden, so Petrus, halt jetzt mal den Mund. So, er sieht die Persönlichkeiten so, wie sie sind, und er hat sie so berufen mit ihrem Charakter. Er fügt sie, und das ist etwas, was ich mit euch
ganz besonders das nächste Mal will ich versuchen, das mit euch zu entdecken, wie Gott auf herrliche Art und Weise diese 12 nimmt und die zusammenfügt, die extrem unterschiedlich waren, aber wie er sie zu einem zusammenfügt, zu einem Leib, zu einem Fundament. Nicht zwölf Säulen, die so sich grüßen mal von dem her. Sie sind ein Fundament, okay? Ein Fundament. Ein Leib. Also wir sehen, dass Petrus vorne als erster genannt wird. Das ist eine. Das heißt, wir sehen auch wenn wir es übertragen auf unsere Gemeinde zum Beispiel oder auf die Gemeinden heute, auch da sehen wir das, dass Gott unterschiedliche Leute in die Leitung beruft. Sind alle in der Leitung immer so ein Petrus, der immer vorausgeht? Nee, gell? Kann es sein, dass einer ein bisschen weiter präsent ist, der andere ist mehr im Hintergrund, dass der eine mehr das Wort hat, der andere weniger? Ja, ist oftmals der Fall. Ist das schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Solange sich nicht der eine über den anderen erhebt, dann ist es in Ordnung. Als zweites, was wir sehen, wer kommt immer an 12. Stelle? Judas. Es verwundert uns? Nicht so sehr, oder? Es würde uns dann verwundern, vielleicht, wenn die Evangelien so ein Live-Bericht wären. So, wenn Matthäus immer mitgegangen ist und mitgeschrieben hat, okay, und jetzt passiert das und jetzt passiert das, weil Matthäus nicht von Anfang an wusste, dass Judas ein Verräter sein würde. Die anderen wussten es auch nicht. Alle waren überrascht am Ende. Aber sie wurden im Nachhinein aufgeschrieben, als alles schon passiert war. Deswegen heißt es, der ihn auch überlieferte. Da war es schon geschehen. Und alle setzen Judas ans Ende der Liste. Das wundert uns nicht, warum das der Fall ist, weil er Jesus verraten hat. Wisst ihr aber, was wir weiteres Interessantes sehen? Die Reihenfolge der restlichen Jünger, die von den meisten, die wechselt hin und her. Einmal wird Andreas als Zweiter genannt, dann Jakobus als Zweiter und sogar Johannes als Zweiter. So, es tauscht sich durch. Aber wisst ihr, was interessant ist? An 5. Stelle kommt immer Philippus, an 9. Stelle kommt immer Jakobus ben Alpheus, also der Sohn des Alpheus, dieser zweite Jakobus. Interessant, oder? Und was noch interessanter ist, die 5. Stelle, die 9. Stelle, seht ihr, das sind immer 4 Abstand. 1 bis 4, 5 bis 8, 9 bis 12. Dadurch haben wir was? 3 Viererblöcke. Immer kommen 3 Viererblöcke. Und jetzt innerhalb dieser Viererblöcke bleibt der erste gleich. Also der Petrus an 1. Stelle, an 5. Stelle der Philippus, an 9. Stelle Jakobus. So, die bleiben gleich, aber die danach kommen, die tauschen immer wieder durch. Aber wisst ihr, was sie nicht machen? Sie wechseln nie die Gruppe. Die bleiben immer innerhalb ihres Viererblocks. Das ist interessant, oder? Das heißt, wir haben hier 3 Vierergruppen irgendwie von Jüngern. Das ist eine interessante Beobachtung. Und ich glaube nicht, dass es zufällig ist, dass wir 4 Aufzählungen von den Jüngern haben und jedes Mal bleibt jeder in seiner Gruppe und jedes Mal ist der Kopf sozusagen von der Gruppe wieder der gleiche. Das glaube ich nicht, dass es Zufall ist. Was Matthäus noch als ganz Besonderes hier macht, im Vergleich zu den anderen, er verbindet immer, fast durchgehend, verbindet er immer 2 Namen. Er sagt, Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus. So, er fügt immer 2 zusammen, 2 tut er immer zusammen verknüpfen. Warum macht er das? Markus 6, Vers 7 sagt, er sandte sie immer aus, 2 und 2 zusammen. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, das sieht man natürlich nur, wenn man sich wirklich Mühe macht und tief hineinguckt, aber ich habe mir gefragt, ist es einfach Spielerei oder hat es uns was zu sagen? Interessant, oder? Hat Gott sich einfach so gedacht, für die ganz Interessierten, die sich da mal reingraben wollen, für die verstecke ich mal da so einen kleinen Schatz. Oder so eine kleine Zahlenspielerei. Denkt ihr, dass Gott das tut? Ich denke es weniger.
worauf bekommen wir da einen Hinweis? Ich möchte mal, dass ihr mit mir 1. Könige aufschlagt. 1. Könige. Kapitel 10. Dort finden wir einen interessanten Bericht. König Salomo bekommt Besuch. König Salomo bekommt von einer prominenten einen Besuch von einer prominenten Königin, die Königin von Saba. Sie hört seinen Ruf und sagt, nee, das muss ich mir angucken, was da passiert. Und jetzt schaut mal, Vers 4, da heißt es, und als die Königin von Saba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speise auf seiner Tafel und die Sitzordnung seiner Knechte und die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung und seine Getränke und sein Brandopfer, das im Haus des Herrn opferte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sagte dem König, das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land gehört habe, über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Und ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und so weiter. Und sagt, es ist mir nicht mal die Hälfte berichtet worden. Wisst ihr, die Königin, diese ausländische Königin kommt und sie sieht selbst die Sitzordnung von seinen Knechten. Guck mal, wie sie angeordnet sind. Ja? Sie sieht das alles betrachtet. Sie gerät außer sich und sagt, wie herrlich, wie weise bist du eigentlich? Sie staunt über Salomo. Könnte es sein, dass Gott uns an diesen Punkten in der Schrift, an solchen Stellen, dass er uns etwas von dieser Herrlichkeit durchscheinen lässt, mit der er seine Gemeinde baut, von dieser Struktur, von dieser Ordnung. Versteht ihr? Gott nimmt dich einfach 12, schmeißt sie zusammen, sagt, so macht mal Gemeinde. In einer Ordnung beruft er sie, in einer Struktur, in einem Verhältnis zueinander. Ich finde es, interessant, was Chris heute als dieses Beispiel gebracht hat mit diesem komischen Tier. Ganz ehrlich, wie betrachten wir oftmals die Gemeinde? Sehen wir ganz viel von dieser herrlichen Struktur, von dieser Anordnung, von all dem, was Gott Herrliches an seiner Gemeinde baut. Ihr wisst, die Gemeinde ist der Tempel des Herrn. Sehen wir das? Nee, oftmals nicht, gell? Was beobachten wir an der Gemeinde, ihr Lieben? Sagen wir ganz ehrlich, was beobachten wir? Sehen wir eine perfekte Gemeinde? Ich sehe die oftmals nicht. Es geht mir oftmals eher so, als der zweite Tempel gebaut worden ist. Wisst ihr, was da der Prophet Haggai, was er sagt? Hey, sieht das, dieser Bau hier, sieht er euch nicht ein bisschen arg kümmerlich aus? Amen. Sieht sehr kümmerlich aus. Aber, ja, und wenn wir das betrachten, allein wenn wir die Jünger angucken, wenn wir durch die Evangelien weitergehen, schaut mal, der Herr ordnet sie in einer Ordnung, in einer Struktur an, in einer Weisheit, macht er das. Aber wenn wir durch die Evangelien gehen, was sehen wir bei den Jüngern? Lukas 22 zum Beispiel, Vers 24, die Stellen müsst ihr nicht alle aufschlagen. Ich nenne sie euch nur. Ihr dürft sie gerne zu Hause nachschlagen und nachlesen. Dort wird berichtet, wisst ihr was? Jesus ist ganz kurz davor, am Kreuz zu sterben. Wisst ihr, was sie machen? Hey, wer wird der Erste sein? Wer wird der Chef sein nachher? Könnt ihr euch das vorstellen? Was sind das für Männer? Das sind ja eher kleine Jungs, die sich streiten, die überhaupt nicht wahrnehmen. Wisst ihr, das ist das Problem oftmals. Als ich ein kleiner Junge war, wisst ihr, was mein Problem ganz oft war und warum ich meinen Eltern große Mühe gemacht habe? Weil mein Horizont so klein war. Und weil meine Agenda nur so weit reicht. Und ich sehe, dass meine Eltern irgendwie gerade viel, viel wichtigere Dinge zu klären haben. Genauso die Jünger auch. Ihre Agenda ist ganz, ganz klein und ganz, ganz kurz.
Sie sehen nicht, um was es eigentlich geht. Aber nicht nur das, diese ganzen Machtkämpfe, ihr Lieben, was da an Machtkämpfen zwischen den Jüngern war, Wahnsinn. Ist das gut? Nein, ist nicht gut. Wenn wir weiterschauen, Matthäus 17, Vers 20, was sagt Jesus zu ihnen? Wie lange soll ich noch bei euch sein, ihr Kleingläubigen? An Glauben fehlt es. Wie oft fehlt es an Glauben? Oh, Tag aus, Tag ein, ihr Lieben, Tag aus, Tag ein. Ihr Kleingläubigen, Jesus immer wieder zu ihnen gesagt. Johannes 14, Vers 9. Wisst ihr, was da Jesus zu Philippus sagt? So lange bin ich schon bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? So lange schon? Echt jetzt? Ein Mangel an Erkenntnis, ein Mangel an Verständnis. Ist das herrlich, ihr Lieben? Sieht das für uns herrlich aus? Sieht das für uns vollkommen aus? Nein. Nein, es sieht nicht so aus, es hat nicht den Anschein. Und wenn wir jetzt die Gemeinden angucken, wie sieht es da aus? Oh, jetzt können wir die ganzen Briefe durchgehen. Nur ein paar Kostproben, ein paar kleine Kostproben. Hebräer 5, Vers 12. Er sagt, der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein, aber ihr habt nötig, dass man euch wieder die Anfangsgründe beibringt. Dass man wieder das kleine 1x1 von vorne anfängt. Mangel an Erkenntnis. Mangel an Verständnis der grundlegenden Dinge. Denkst du, das darf doch nicht sein, oder? Jakobus 4. Freundschaft mit der Welt. Freundschaft mit der Welt. Er muss sie ermahnen und sagen, hey, flirtet nicht mit der Welt. Wer mit der Welt flirtet, der kann Freund Gottes nicht sein, denn Gott ist Feind mit der Welt. Von seinem Wesen her, von seiner Natur her. Galater 5, Vers 15. Was war noch da? Wenn ihr aber einander beißt und fresst, oder wenn ihr dann seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Streit. Streit. Ist es gut? Nein. Nein. Galater 2, Vers 11, sogar die Leiter versagen. Was macht der Petrus? Was macht sogar Barnabas? Sie heucheln. Sie heucheln aus Angst, aus Menschenfurcht. Wenn wir Apostelgeschichte 15 schauen, Paulus und Barnabas, was machen sie? Verstreiten sich. Ist das herrlich, ihr Lieben? Schauen wir das an und sagen, oh, wie gut baut Gott seine Gemeinde. Das schaut für uns nicht herrlich aus. Und wenn wir unsere, jetzt ganz ehrlich, ihr Lieben, wir wollen unsere Gemeinde ja angucken. Wir wollen ja nicht, ja, genau. Unsere Gemeinde, sieht sie herrlich aus? Alles in bester Ordnung, oder? Gibt es vielfach einen Mangel an Erkenntnis bei uns? Ja. Gibt es einen Mangel im Wandel? Ja. Gibt es einen Mangel am Vorbild? Ja. Gibt es einen Mangel an Evangelisation? Ja. Gibt es einen Mangel am Gebet? Ja. Ist das herrlich? Wenn wir es vom Menschlichen anschauen, ihr Lieben, es ist nicht herrlich. Es ist nicht herrlich. Und deswegen brauchen wir immer wieder, dass Gott uns ein Bild zeigt von oben, aus seiner Perspektive. Und dass er uns so einen Lichtschimmer gibt, wie hier. Er sagt, kunstvoll ordnet er das alles an, in seiner Weisheit. Wisst ihr, was für Menschen er hier hineingefügt hat? Ein Petrus, ein Versager. Zwei Machtgierige, Johannes und Jakobus. Ja? Versager durch und durch. Aber mit diesen macht er etwas Herrliches, ihr Lieben. Er macht mit ihnen etwas Herrliches. Es ist nicht immer sofort zu sehen und sofort zu erkennen, aber es ist etwas Herrliches. Und davon legt die Schrift Zeugnis ab. Epheser 2, Vers 21. Immer wieder gibt es uns die Schrift, dass sie etwas Herrliches durchblicken lässt. Übrigens im Alten Testament studiert, auf welche eine kunstvolle, herrliche Art und Weise der Tempel Gottes gebaut wird. Wisst ihr, was das ein Zeugnis ist? Nicht, dass einfach mal irgendwie ein tolles Gebäude gebaut worden ist, sondern dass Gott jetzt ein weit größeres, viel kunstvolleres Gebäude baut. Welches? Seine Gemeinde. Seine Gemeinde. Epheser 2, Vers 20.
Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Meint ihr, dass Gott diesen Tempel herrlich baut? Seinen heiligen Tempel? Glaubt es. Glaubt es. Epheser 5, es wird ein anderes Bild verwendet. In Epheser 5, ihr kennt es. Ihr Männer, es wird ein Bild von Mann und Frau. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Mit welchem Zweck? Um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Christus arbeitet und wirkt an seiner Gemeinde und er wird sie heilig und tadellos machen. So schwach und kümmerlich sie aussehen mag in unseren Augen. Ihr Lieben, lasst uns das festhalten. Hohelied, Kapitel 4. Wundert euch vielleicht, dass ich Hohelied aufschlage. Das Hohelied, ein Bild auf unseren Herrn und seine Gemeinde. Vor den Propheten. Hohelied 4. Alles, Vers 7. Hohelied 4, Vers 7. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Gnade über Gnade über Gnade, dass der Herr so über seine Gemeinde denkt und sie so anschaut. Und allein der Verdienst unseres Herrn Jesus Christus. Allein sein Verdienst. Oh, ihr Lieben, ich möchte euch Mut machen und ich möchte, dass wir durch diese Stelle hier, dass wir sehen, dass Gott kunstvoll mit Absicht, mit Struktur seine Gemeinde baut. Dass wir dadurch Mut schöpfen, auch wenn wir die Gemeinde als klein und nichtig oftmals ansehen. Gott baut sie. Gott kommt zum Ziel mit ihr. 2. Korinther 5, abschließend. 2. Korinther 5. Beschreibt Paulus, was unser Leben hier auf dieser Erde kennzeichnet. 2. Korinther 5, Vers 7. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Das ist etwas, was wir hier auf dieser Erde dauernd haben werden. Nicht das, was vor Augen ist, nicht das, was wir hier sehen, was sich hier vor unseren Augen abspielt, sondern Gott tut es, oftmals verborgen von unseren Augen. Wir wandeln im Glauben. Nicht, weil wir alles vollendet sehen. Ich möchte euch Mut machen, dass wir Gott anbeten und preisen dafür, dass er in Weisheit seine Gemeinde baut, dass wir einen zuverlässigen Grund, eine feste Grundlage haben dürfen, auf der wir stehen dürfen hier. Und dass er uns Mut macht, auch wenn wir nächstes Mal hier auf Matthäus 10, Vers 2 weiter eingehen wollen, wenn wir sie uns alle einzeln anschauen wollen, ihr Lieben, da steckt so viel drin, hinter diesen ganzen Namen, Petrus, Andreas, wer sie auch sind. Es ist herrlich, wie er diese Leute nimmt und mit ihnen seine Gemeinde baut. Und es ist herrlich, wie er euch jeden Einzelnen nimmt und hineinfügt in seinen Leib und seine Gemeinde baut. Das wollen wir nächstes Mal sehen und entdecken. Und lasst uns Gott preisen. Ich lade euch ein zum Gebet. Steht doch auf, wenn ihr es auf dem Herzen habt. Und lasst uns mit vielen Gebeten Gott anbeten, preisen, danken. Lasst uns aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir von Herzen dafür, dass du nicht die berufst, nicht die aussuchst, die sowieso die angesehensten und die größten sind hier auf der Erde, sondern dass du schwache Menschen nimmst, fehlerhafte Menschen nimmst und dass du mit ihnen deine Gemeinde baust. Schon bei den 12 war es so, schon bei ihnen sehen wir, wie bis bei weitem alles nicht herrlich und wunderschön ist, aber allein durch diese Anordnung, durch diese kunstvolle Listen, die du uns hier gegeben hast, sehen wir etwas von deiner Herrlichkeit durchblitzen.
und wollen glauben, dass du deine Gemeinde in Herrlichkeit auch vollenden wirst. Als eine perfekte, eine herrliche Braut, die dir gehört, für die du bezahlt hast, die dich liebt, die dir treu ist bis zum Tod. Danke, Herr, für dein wunderbares und herrliches Wort, das uns aufrichtet, das uns tröstet. Danke dir für diese stabile und zuverlässige Grundlage, auf der wir stehen dürfen. Amen. Amen.